Jo, da wäre er wieder. Du wirst hoffentlich nur repariert. Und wie schaut es mit dem Strom aus? Boah, Akku hält, ja. Wird auch die Nacht über durchhalten. Trotzdem, ne? Strom immer so eine Sache. Aber das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Vor allem, wenn wir mehr Solarzellen bauen. Und wenn ich einem Tipp nachgehe, den ich aus den Kommentaren bekommen habe. Nämlich, dass mit unsere größten Stromfresser Raffinerien sind. Also nicht pro Dingens hier. Sondern, also, ne, wenn man ganz oben sieht, sieht man, okay, Roboporte braucht man am meisten. Aber wenn man pro Stück nimmt, sollen die wohl auch recht garstig sein. Die da. Vier Stück. Naja, das stimmt aber gar nicht. Also, ja, die verbrauchen bis zu 300 Kilowatt, das sind nur zwei, vier Stück, aber. Nee, den Kommentar kann ich nicht ganz nachvollziehen. Also es wurde gesagt, dass die ölverarbeitenden Maschinen recht viele Ressourcen verbrauchen, also recht viel Strom verbrauchen. Und dass wir da grüne Module reinlegen sollen. Aber das sehe ich gerade nicht. In Roboports können wir keine reinlegen. In Mining Tools weiß ich nicht. Aber selbst wenn man es könnte, das sind 45 Stück. Das lassen wir lieber. Also was für mich am meisten Sinn macht, sind immer noch die Schmelzöfen und eventuell die Maschinen. Aber jetzt hier die Pump Jacks, 9 Stück. Naja, es sind 800 Kilowatt bei nur 9 Stück. Also vielleicht waren die Pump Jacks gemeint. Habe ich noch grüne Module über? Nö, natürlich nicht. Ich hätte gerne 10 grüne Module. Dann hätte ich gerne einen Baum weggeschlagen, weil ich irgendwann mal gesagt habe, dass ich jedes Mal, wenn ich an, ne, immer einen Baum mitnehme. Wenn es pro Folge nur einer ist. So. Oh, rote Chips werde ich beliefert. Sehr schön. Trotzdem hätte ich jetzt gerne den Stahl. Den da. 120 Stück. Sehr gut. Die Pumpchecks waren oben. Bevor ich jetzt mal nach oben gehe, um nach den Pumpchecks zu gucken, was wir übrigens auch, die wir übrigens auch hier wieder aufstellen sollten, will ich kurz gucken, ob hier in der Mitte alles okay ist. Also du beförderst weiter die Kiste, du beförderst die Kiste. Ihr habt durchgehend eure Kohle, ihr habt durchgehend eure Kohle. Da unten wird Kupfer angeliefert und zwar hierhin. Hier haben wir noch nicht aufgeräumt. Hier wird ein bisschen Eisen abgebaut. Ist alles okay. Da unten ist schon wieder Öl. Hier ist noch mehr Kohle. Die Dinger sind bald wieder leer. Aber das passt schon. Auf der anderen Seite sind die. Oh, es stockt. Ich mag keinen Stocken. Muss ich da etwa einen Splitter ausgraben? Schaut so aus, ha? So. Dürfte sich jetzt besser aufgehen. Theoretisch. Wollen wir mal gucken. Alle Öfen, wirklich alle Schmelzöfen sind am Arbeiten. Das ist ein sehr schönes Bild. Ah, aber noch nicht alle haben grüne Module bekommen. Das wundert mich gerade ein bisschen. Ich dachte, ich wäre da recht gründlich gewesen. Aber nö, anscheinend kein bisschen. So, einer fehlt hier noch. Den warten wir kurz ab. Und du bist wieder voll. Sehr gut. 101 Solarpanel. Sauber, sauber. Da, rein mit dir. Und ich brauche mehr, weil ich wollte ja eigentlich zu den Pumpjacks. Und die befüllen mit dem Zeug. So, also das hier ist okay. Wir kommen nicht ganz hinterher mit dem Einschmelzen hier oben. Aber das ist dann halt so. Was ist mit euch, Jungs? Ihr wurdet noch gar nicht eingestellt, oder? Doch, wir hätten gerne 100 Kupfererz. Wir sind im orangenen Bereich. Warum arbeitet ihr nicht? Es ist immer noch cool, dass wir die ganzen Roboter rumfliegen. Warum arbeiten die nicht? Wir haben doch hier hinten da Kisten. Aktiv Provider Chest. Mit 1300 Kupfer. Oh. Richtig, wir haben da hinten Aktiv Provider Chest, aber die sind fünf Felder zu weit oben. Okay. Das heißt, wir nehmen dich weg. Jo. Ich habe es wieder getan. Als ich es gedrückt habe, ist es mir eingefallen.
Das dauert nicht lang, das mache ich gleich weg. So. Und wir werden oben abgeschossen. Ist okay, ist okay. Play-Inventar voll. Ja, rein damit. Was zur Hölle? Die zerstören wirklich durchgehend Sachen? Also wenn das Geräusch kommt, dann gehen Sachen kaputt. Das ist nicht, dass ein Laserturm mal ein bisschen rumballert, das ist wirklich, da gehen Sachen kaputt. Ah, Kacke. Von einem Chaos zum nächsten. Den einen habe ich verursacht, den anderen haben Beißer verursacht. Britzel, Britzel. Hasen. Oh, blaue. Jo. Du hast einen Kill bekommen. Du hast 3 Kills bekommen. Wir hätten gerne eine neue Mauer. Da. Das wird alles von Robotern repariert, richtig? Richtig ist im Einzugsbereich. Okay. Ich baue hier aus aktuellem Anlass mal ein paar mehr Türme hin. Eigentlich wollte ich ja immer, ne, überall ein, damit wir eine größere Abdeckung haben, aber sie scheinen ihren Angriff wirklich hier drauf zu konzentrieren gerade. Vielleicht, weil es der nächste Zugang zu einem Roboport ist? Weiß ich nicht. Okay, aber es scheint, mach, wow. Jagt mir doch nicht so einen Schreck ein, du doofes Ding. Also es scheint machbar zu sein mit den Türmen hier. Weg, 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 weg und Licht. Licht. So, dürfte ich jetzt bitte mich unten wieder um das andere Debakel-Ding da kümmern? Danke. Gerade hier so mal ein bisschen Licht verteilen. So. Also runter zum Kupfer. Das müsste jetzt eigentlich schon zu den entsprechenden Kisten geflogen werden. Aber es lag noch zu viel Rahmenschrumm, den würde ich gerne loswerden. So, hier durch, dadurch. Hier. Ganz viel Kupfer. Das soll alles mit. Haben wir auch gleich. Ah, Player-Inventar voll. Kupfer rein. Das geht ganz schön schnell. Also es hat sich ganz schön schnell ganz schön viel hier angesammelt. Aber das ist gut. Wir werden es zwar jetzt nicht sofort brauchen, aber irgendwann später bestimmt. Dann werde ich mich freuen, so einen riesigen Vorrat zu haben. So, also ist drin, wird abgeholt. Alles gut. Einziges Problem, was ich sehe, dass es aktive Kisten sind. Sollte ich eventuell passive draus machen. Was sagt unser System allgemein? Wir haben 8100 Kohle im System. Wie zum Geier schaffen wir das? Also ja, ich baue nach und nach immer mehr Storage Chests, aber ich würde die gern sortieren können. Also sagen, in die Kiste, in die Storage Kiste bitte nur Kohle. Ah, wir haben noch Platz. Ganz viel Plastik. Ja, rote Chips. Eisen, Kohle, 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 überall Kohle. Ja, trotzdem hätte ich gerne mehr Storage Chests. Da und da vorerst. Damit ich mir wirklich keinen Kopf machen muss wegen Einlagern. Okay, was wollten wir noch? Wir wollten Kupfer aufräumen, haben wir. Wir wollten Lasertürme bauen. 21 Stück. Power Armor, 100 blaue Chips. Es dauert noch. Das macht der Stahl. Stahl schaut gut aus. Kommt alles mit. Solarzellen. Oh. Was? Jungs, das ist so nicht abgemacht. Abgemacht ist, ihr greift von Westen an oder von Osten. Nicht von Nordosten. Da haben wir, glaube ich, gar keine Verteidigung. Was ist das für ein Symbol? Das war gerade so ein komisches Symbol. Das sah aus wie ein Kraftwerk. Ah, sie sind nicht durchgekommen. Okay. Also hatten wir doch Verteidigung. Ein Kill, ein Kill, ein Kill. 3 Viecher also. Ihr seid auch im gelben Bereich. Ja. Okay. Dann zieh doch mal mit die Mauer hier zu Ende. Scheinbar werden wir hier jetzt auch regelmäßig Besuch bekommen. Ihr steht falsch. Tut mir leid. Aber ist so.
So muss es aussehen. Und dann könnt ihr dazwischen. Genau. Sehr schön. Also, Laser. Das ist echt die Frage. Also sie scheinen sich da links auf jeden Fall festgeschossen zu haben. Da werden sie immer wieder angreifen. Wahrscheinlich wegen dem Roboport. Hier oben rechts haben wir jetzt auch einen Angriffspunkt. Das heißt, ich bin versucht, auch hier das weiter auszubauen. Und hier ist noch ein Fehler. Glaube ich. So muss das aussehen, ne? Ja. So, okay, machen wir einfach hier auch alles voll. So. Jetzt dürfte hier in der Ecke nichts mehr durchkommen. Machen wir hier auch nochmal ein paar hin. Da, da, da und da. Hier ist schon einer. Da kann noch einer hin. Bisschen Mauern verteilen. So. Und hier unten ist wieder eine ganz lange Strecke lang gar nichts. Das ist nicht schön. Also, bitte hier vorbereiten für den nächsten Schwung Lasertürme. Und den werde ich ausharren müssen für eine Weile. Ich werde erst wieder rausgehen und versuche irgendwas zu töten, wenn ich meine Power Armor habe. Und die Schildrüstung MK2. Also ja, es wurde schon von mehreren Leuten erwähnt, man kann das auch ganz anders machen. Man kann einfach zigtausend Lasertürme mit einpacken. Und Electric Poles und dann quasi eine Spur legen bis zu der Basis und dann da die Lasertürme aufbauen. Aber das finde ich ganz schön komisch und unrealistisch. Also warte ich lieber hier, ne, bastel meine Basis weiter aus und immer wenn ich als Spieler stark genug bin, aktiv gegen die Basen vorzugehen, ohne zigtausend Türme, dann mache ich das. Das ist ein bisschen, weiß ich nicht, ist logischer. Als wenn jemand mit 30 Lasertürmen im Gepäck loszieht, die dann alle innerhalb von einer Sekunde aufstellt und die sofort anfangen zu schießen. Das ist ein bisschen exploitisch, finde ich. Aber na gut. Warum hast du so viele Rohre im Gepäck? Keine Ahnung, werden einfach gleich weggelegt. Skynet. Oh, warte mal, Skynet. Wir haben 218 Roboter, es werden weniger. Du, bau mal bitte die Dinger hier. Hier kriegst du ein paar grüne Chips. Bist du voll? Ja, du bitte 100 grüne Chips und nicht 10. Du bitte 100 Batterien und nicht 10. Das heißt, wenn ich den Skynet anschalte, dann will ich auch, dass es ganz schnell geht. Weswegen ich eigentlich das Ding hier so einstellen sollte, dass es immer exportiert. Aber naja, das ist schon mal ein Anfang. Das heißt, die nehmen wir jetzt, schmeißen wir hier raus. Die fliegen automatisch dahin, wo sie hin müssen. Damit die ganzen Sachen hier schneller behoben werden. Ich will das am Ende wirklich so hinbekommen, dass wenn ich einen Angriff habe, dass ich dann maximal eine Minute später nach dem Angriff, dass alles wieder heil ist. Weil es kann gut kommen, deswegen, das Taub sieht garstig aus. Also es kann gut kommen, dass wir später durchgehend, also wirklich durchgehend von allen Seiten Gegner bekommen. Die dann ja auch fast instant nachspawnen und hinterherlaufen. Das heißt, eventuell müssen wir wirklich eine Festung aufbauen, die durchgehend mit Lasertürmen schießen kann. In alle Richtungen. Ja, das wird mit den Solarzellen allein nicht hinhauen. Aber das gucken wir dann, wenn es soweit ist. Also, du kannst auch noch hier mit. Also Skynet, arbeite bitte weiter. Ist genehmigt und so. Achso, du kannst auch die hier bei dir einlagern. So, das ist okay. Warum steht hier eine Dingskiste mit? Die kann eingesackt werden. Was bist du für eine Fehlermeldung? 7 Objekte werden beschädigt. Mauern. Logistik. Quatsch. Bauroboter ist auf dem Weg. Irgendwas wurde zerstört. Wahrscheinlich die Mauer. Oh, du bist reingekommen. Das ist nicht gut. Nicht ernsthaft. Ja, die haben gesehen, hier wurden neue Türme gebaut. Versuchen wir es weiter unten. Haben denn hier irgendwo reingebissen, was jetzt schon repariert wurde, aber hier war eben gerade noch ein Loch. Sind dann durchs Loch reingelaufen, hier. Hammer. Okay.